Sommer, Sonne, Meer. Ferienspaß auf dem Kreuzfahrtschiff. Und das trotz rauchenden Schornsteins mit einem guten Gewissen. Denn das geht klimabewusst, so werben die Veranstalter. Und sogar mit der CO2-Schleuderflugzeug klimaneutral um die Welt, zu den entlegensten Traumzielen. Aber kann man so wirklich klimafreundlich reisen? Ja, eine spannende Frage und damit guten Abend zu Report live aus Mainz. Während Schüler für mehr Klimaschutz demonstrieren, Politiker über eine CO2-Steuer debattieren, Städte den Klimanotstand für sich reklamieren, während all dies passiert, hat sich ein schnell wachsender Markt etabliert. Worum geht es? Wir können uns für die nächste Fernreise in den Urlaub den von uns verursachten CO2-Ausstoß ausrechnen lassen. Dann zahlen wir für unsere Klimasünde einen Ausgleich, eine Spende zum Beispiel an ein Klimaschutzprojekt in Kamerun. Sündigen, zahlen, Vergebung klingt irgendwie nach Ablasshandel. Ob das funktioniert? Monika Antes, Marius Meyer, Ulrich Neumann und Philipp Reichert sind dieser Frage nachgegangen. Hamburg Hafen. Die AIDA läuft ein. Auch mit diesem Dieselschiff kann man selbstverständlich klimabewusst reisen, wirbt der Konzern. Wer will, zahlt für eine Woche Innenkabine einfach 45 Euro mehr. Die werden dann in ein Klimaprojekt irgendwo auf der Welt gesteckt, die Schadstoffe des Schiffs damit ausgeglichen, also einfach wegkompensiert. Trotzdem, der Konzern gibt sich alle Mühe, uns von den Passagieren fernzuhalten. Drehverbot, selbst am Kai. Dennoch gelingt es uns, mit einigen zu sprechen. Allein von hier reisen heute 60 Mal mehr Menschen als vor 20 Jahren. Was halten Sie davon, den CO2-Ausstoß des Schiffes irgendwo anderen Ortes auszugleichen? Natürlich ist das sinnvoll. Für den Klimaschutz ist das ein unglaublich wichtiges Thema. Das muss man angehen. Grundsätzlich gute Idee, denn ich meine, Umweltschutz geht uns hier alle an. Ja? Gerade in der heutigen Zeit, wo es ja nicht wirklich besser wird mit dem Klima, ist das keine schlechte Idee. Sogar Ihren SUV können Sie klimabewusst weiterfahren. Mit unser Klima. Mit dem Horrorszenario Klimakatastrophe wird hier für ein paar Euro das gute Gewissen verkauft. Sogar garantiert. Mit guter Laune. Ein Klimazertifikat gibt dir die Gewissheit, dass das von dir verursachte CO2 bereits an anderer Stelle eingespart wurde und dein Auto dem Klima nicht weiter zur Last fällt. Garantiert. Mach dein Auto noch heute unsichtbar. Mit einem Klimazertifikat von unser Klima. Der Markt ist voll von solchen Anbietern. Und alle haben ihre Klimaschutzprojekte. Die sollen irgendwo auf der Welt das CO2 einsparen, das wir in die Luft blasen. Ein Beispiel. In Entwicklungsländern werden ganz viele solcher Biogasanlagen gebaut. Mit dem erzeugten Gas wird gekocht. Und so werden die bisher üblichen Holzfeuer vermieden, die viel CO2 verursachen. Aber funktionieren diese Projekte der Anbieter tatsächlich? Wird unser CO2 dort wirklich eingespart? Es gibt seriöse und weniger seriöse Projekte. Jutta Kill ist Biologin. Sie hat viele solcher Projekte weltweit besucht. Ihr Fazit eindeutig. Diese Besuche, die ich auch über die letzten 15 Jahre gemacht habe, es sind größenordnungsmäßig 15 bis 20 Projekte, die ich in dieser Zeit besucht habe. Ich habe kein einziges Projekt gefunden, was wirklich so umgesetzt wurde, so funktioniert hat, wie es in den Projektbeschreibungen beschrieben wurde. Das heißt, da wurde auch nicht das an CO2 gespart, was versprochen wurde, oder? Mitnichten. Ein Beispiel aus Indien. Auch dort bauen die Anbieter viele Biogasanlagen, um die klimaschädlichen Holzfeuer zu ersetzen. Man sieht hier sehr deutlich, dass statt der Nutzung der Biogasanlage weiterhin Holz genutzt wird, das heißt Holz verbrannt wird und das heißt in der Konsequenz natürlich auch CO2 freigesetzt wird. Die Beobachtungen der Biologin werden von einer umfangreichen Studie im Auftrag der EU-Kommission bestätigt. Die Wissenschaftler haben mehr als 5000 Projekte untersucht. 8 von 10 sparen offenbar kein CO2 ein. Professor Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin. Seit Jahren beschäftigt er sich mit Kompensationsprogrammen und stellt sie ganz grundsätzlich in Frage.
Wir wissen nach wie vor nicht wirklich, wie viel CO2-Kompensationswert in diesen verschiedenen Projekten tatsächlich gemacht wird. Und da sind diese Kompensationsprogramme eben eigentlich Gift, wenn man das mal genau nimmt, denn sie lullen uns quasi ein, sie gaukeln uns vor, wir müssen ja gar nichts tun. Eine aktuelle Werbebroschüre des Umweltbundesamts. Auf 44 Seiten wird hier dagegen die freiwillige CO2-Kompensation angepriesen. Frank Wolke ist Fachgebietsleiter für Klimaschutzprojekte im Umweltbundesamt, kurz UBA. Vermeiden von CO2 hat für ihn oberste Priorität. Geht das nicht, dann sei die Kompensation sinnvoll, trotz kritischer Studien und der Vorortbeobachtungen. Das ist sinnvoll, weil natürlich die wirksame Klimaschutzmaßnahmen dadurch durchgeführt werden können, dass die globalen Emissionen reduziert werden, sodass es im Endeffekt egal ist, wo die Emissionsminderung stattfindet, sondern dass eine Emissionsminderung stattfindet. Letztendlich wird das Uber hier seiner Aufgabe nicht gerecht. Das heißt, es vermittelt mir als Verbraucherin, dass ich weiterhin meine Bequemlichkeitsemissionen tätigen kann, weil es gibt ja die Kompensation. Aus Klimaperspektive ist das fatal. Und außerdem? Die Preise für den CO2-Ausgleich scheinen höchst willkürlich. Wir wollen wissen, was kostet der Ausgleich für einen Flug Berlin-Sydney und zurück. Wir wundern uns. Bei einem Anbieter müssen wir 247 Euro zahlen, nur schlappe 43 Euro dagegen bei einem anderen. Das sind wirklich, man kann fast sagen, doch sehr willkürlich genannte Zahlen mit willkürlichen Preisen. Darauf kann man sich jedenfalls seriös nicht verlassen. Fazit: CO2-Kompensationen werden den Klimawandel nicht stoppen. Sie sind ein gutes Geschäft mit dem schlechten Gewissen. Eine Beruhigungspille. Das, was damit getrieben wird, ist im Kern, da beißt die Maus keinen Faden ab, ist Ablasshandel. Das heißt, wir müssen unser Verhalten ändern. Da hilft auch diese Kompensationsprogramme überhaupt nicht.